Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Dirt 3 in der finalen Form hier von der Season 3. Ja, wir sind bei den X-Games Winter angekommen und haben doch schon zwei Turniere abgeschlossen. Natürlich so wie immer auf dem Platz 1. Also nicht immer, aber meistens. Hoffentlich. Ja, geht's hier weiter. Die letzten zwei Events stehen noch an. Ich freue mich natürlich auf das Head-to-Head-Event ganz zum Schluss. Und auch das hier, obwohl ich nicht weiß, was ich hier machen muss. In diesem speziellen Speedrun-Event heißt es vier Räder gegen Kufen. Ach so, das hatte ich schon beim letzten Mal durchgelesen. Genau, da ist ein Bobfahrer. Und parallel zu seiner Bob-Tour ist anscheinend irgendwie eine Rennstrecke. So habe ich das jetzt mal verstanden. Und wir müssen runterbrettern und wer zuerst unten ist, der hat gewonnen. So. So habe ich das erstmal verstanden. Mal sehen. Okay. Mal sehen, wer schneller ist. Bobby oder Auti? Der war schlecht, der war echt schlecht. Okay, egal. Da müssen wir jetzt durch. Ich bin natürlich auch mal gespannt, ob man den Bobfahrer überhaupt sieht. Das wäre nämlich richtig cool gemacht. Okay. Dann wollen wir nochmal schauen, ob wir Bobby hier rasieren. Fahren wir mit einem Smart? Fahren wir echt mit einem Smart? Ach so, da sind nur Zeiten, oder was? Da sind nur... Ach doch, da oben war er doch gerade, oder? Habe ich doch richtig gesehen. Da ist er! Ey, wie geil ist das bitte? Wie geil ist das? Du siehst ihn wirklich neben der Strecke runterbrettern. Das ist natürlich richtig geil gemacht. Okay. Bobby, dann wollen wir nochmal sehen. Ich meine, er hat natürlich die weniger anstrengende Strecke, das ist klar, ne? Da haben sie ihm einfach schon den Vorteil gegeben. Alter, Serpentin hoch 10. Sehen wir da oben Bobby? Ne, Bobby ist noch nicht dran vorbei oder schon lange dran vorbei. Das war schlecht. Alter, das ist natürlich richtig geil gemacht hier. Ja, und mit unserem Mini Cooper, der fährt sich relativ zickig. Das gefällt mir. Das gefällt mir, da vorne ist das Ziel. So. Platin haben wir nicht mehr erreicht. Aber... Oh. Scheiße, kann ich nochmal zurückspulen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die letzten paar Sekunden, da habe ich komplett verkackt. Okay, Silbermedaille. Ja, na gut. 1:01. Na gut, doch. Also ganz die letzte Kurve, wo ich mich so quergestellt habe und noch verkeilt habe. Da wären durchaus zwei... Naja, zwei Sekunden jetzt nicht. Eine Sekunde wäre drin gewesen. Also aber ich sag mal, beim erneuten Durchlauf, da hätten wir bestimmt die Goldmedaille erhalten. Aber Bobby... Bobbele, de Bobbele. Lass mal ihm den. Lass mal ihm doch hier die Genugtuung, dass wir nur Silber haben. Ja, nette Idee. Allerdings muss ich auch sagen, ist jetzt nicht so der Unterschied zu einem normalen Rennen, oder? Wir haben Bobby da einmal gesehen. Ja, nette Idee. Wir belassen es dabei. Nette Idee. Aber jetzt geht's natürlich ans Eingemachte. Das letzte, das finale Head-to-Head-Turnier hier. Buttermilk Climb. So, wir gehen an den Start natürlich wieder mit dem Subaru Impreza, aber nicht mit Rockstar. Nein, wir nehmen Alpine Stars. Ich weiß, es ist eigentlich schwachsinnig. Ich sollte einfach Rockstar nehmen, weil die mir am höchsten die Gage bezahlen. Aber immer wenn ich mit Rockstar fahre, verliere ich. Von daher, nein, das mache ich nicht. Will ich einfach nicht. So. Okay, das große Finale. Wir gegen wen? Das ist die Frage. Gegen wen dürfen wir hier antreten? Ich habe den Mitsubishi genommen. Sehe ich das gerade richtig? Ich habe das falsche Auto. Also wenn ich jetzt verliere, dann ist klar, ne? Liegt's am Auto. Völlig logisch. Go! Nein, der Mitsubishi ist absolut geil. Absolutes Brett. Jetzt geht's los. Die Winter X Games. Es kann nur einen geben. Fanfare-Franz wird sich auch in diesem Rennen durchsetzen. Geil, das ist einfach hier so eine Abfahrtspiste hochgebrettert. So. Sehr schön, wieder ein kleines Ziel erreicht. Alter, da bin ich leicht angeeckt. Es ist aber auch ungewohnt, dass ich hier rechts sitze. Da war er. Aber fährt sich echt angenehm, die Karre. Ich habe immer so gedacht, der Mitsubishi auf so eng... Kurven, so engen Strecken eher nicht so gut. Weil er ist ja doch ein relativ langes Schiff, ne? Aber nö. Hört sich ganz gut. So, da sehen wir den Punkt. Da ist er, aber er muss natürlich eine Kurve mehr fahren. Ne, muss er nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar die Außenkurve.
So, er ist durchs Ziel. Und wir hängen ein bisschen hinterher. Da ist er. Da ist er. Alter, aber richtig, fast gleich auf hier. Eine richtig gute Nummer. So, er bremst ein bisschen früher. Er hat natürlich auch die Innenkurve, die ist ein bisschen enger. Aber wir nehmen uns hier nichts. Wir nehmen uns nichts. Jetzt habe ich die Innenkurve. Ich bremse nicht ganz so viel. Benutze lieber die Handbremse und nehme die Absperrbändchen mit. Immer gut. Kann man immer gebrauchen. Einfach mal mitnehmen. So. Okay, wir sind vorne. Zumindest sagt das die Platzierung da rechts. Das verstehe ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich fahre gerade schlechter als er. Aber das Spiel gibt mir vielleicht noch so ein bisschen Sympathiebonus. Okay, war jetzt nicht so optimal gelaufen, aber ich denke, dass... Ja, das reicht. Er ist noch nirgendwo zu sehen. Sehr schön. Die erste Runde Head-to-Head geht damit an uns. Yo, Kumpel. Lad das Video auf YouTube. Das auf jeden Fall, das machen wir. Das wird sofort bei YouTube hochgeladen. Sofort. Ich verspreche es euch. Wenn ich das jetzt hier aufnehme, dann rendere ich das dann auch noch mal ein bisschen für euch. Und werde meine Stimme noch ein bisschen mit dem Radiosound anpassen. Und dann wird das hochgeladen. Das wird natürlich sofort gemacht. So, ist natürlich auch schon, muss man sagen, für die Zeit eigentlich ziemlich fortschrittlich, ne? Also du konntest ja eigentlich noch nicht so Videos machen mit der PS3, aber du drückst hier eine Taste und irgendwie wird das dann online wahrscheinlich berechnet, das Video, und wird dann von den Spielemachern, wer auch immer das ist, ich weiß es leider nicht, wird das von denen ihrer Seite dann hochgeladen. So, wie dem auch sei, wir werden es nicht herausfinden, es geht in das Halbfinale Head-to-Head. X Games. Winter! So, Garrett Jones möchte uns zeigen, wie man hier ein richtiges Rennen fährt. Aber Garrett, du hast leider nicht die Rechnung mit uns gemacht, denn wir können das. Wir sind absolute Profis. So, ja, ein bisschen verlängt, ein bisschen veraimt. Veraimt. Man merkt, ich habe gerade einen Shooter gespielt, ne? So, okay. Ich sehe ihn da schon. Ja, der Anecker, das muss sein. Ne? Ich meine, ich bin auch hier gleichzeitig beim ADAC eingestellt. Ich mache hier auch gleich mal mit dem Mitsubishi noch einen Elchtest. Das gehört alles dazu. Ich meine, wenn du hier schon mal einmal so einer Strecke bist, dann testest du auch noch die Michelin-Reifen und alles. Warum denn nicht? Warum denn nicht? So, Anecken. Ja, Alter, ich weiß, ich reite gerade ein bisschen Blödsinn. Ich fahre nicht besonders gut, aber... Es reicht noch. Garrett Jones ist zumindest laut der Platzierung eine Sekunde hinter uns. Was fährt er eigentlich für eine geile Karre? So. Also war auch knallhart, ne? Im fünften Gang brettern wir hier einfach fast die Steilwand hoch. Alter. So. Sehr schön, wir sind vorne, wir sind vorne, alles gut. Alles gut, leicht links, sehr lang, und ich glaube, da kommt schon das Ziel da hinten. Oh! What? Alter, ich sehe aber auch echt sehr, ich sehe ja noch weniger, ey. Alter, ich habe das nicht gesehen, ich habe es schon gesehen, aber oh, es hat mir ja völlig da vorne alles weggefetzt. Ich dachte eigentlich, dass diese Reifenstapel dafür da sind, dass die uns so ein bisschen abdämpfen. Aber irgendwie, das war wie geradewegs auf die Betonwand zu. Okay, als nächstes kommt dann Max Davison im großen Finale von Head to Head. Es wird eine ganz knappe Nummer, ne? Derzeit wären wir sogar langsamer gewesen als er. Aber ich muss auch sagen, also der kleine Unfall, dieser kleine Fauxpas da am Ende, der darf nicht passieren, ne? Das darf nicht sein. Da hätte ich theoretisch die Select-Taste drücken können und das für ungeschehen abstellen können. Aber das habe ich nicht gemacht. Weil ich in der Sekunde natürlich nicht dran gedacht habe. Und weil ich mir denke, man muss auch manchmal zu der Scheiße stehen, die man ausgebadet hat. So ist es nämlich. Okay, das Finale mit strahlendem Sonnenschein. Das ist geil. Das ist natürlich Aquaplaning-Gefahr und es ist extrem glatt, ne? Wasser auf Eis ist sehr rutschig. So. Go. Okay, es geht los. Natürlich. Jetzt dürfen wir auch mal rechts starten. Das heißt, wir haben am Anfang jetzt eigentlich schon die geile Strecke.
Das mag ich eigentlich nicht. Mag es ehrlich lieber erstmal die beschissene Strecke wegzumachen. Und in der zweiten Runde die leichtere zu haben. Aber okay. Als ein richtiger Rennfahrer lässt man sich auch auf solche Spielchen mal ein. Bin ich da wieder angeeckt? So, okay. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Wo bin ich da eigentlich eben angeeckt? Ja, war irgendwo rechts, waren dann... War das hier? Ne, es war hier nicht. Ich möchte nochmal zu Protokoll geben. Schaut euch bitte die Grafik an. Ist es nicht einfach nur wunderschön? So, wir sind damit durchs Ziel. Jetzt beginnt die zweite Runde. Die schwierige Runde. Und wir haben, denke ich... Oh, was? Wir haben 7 Sekunden. Sind wir besser als er? 7 Sekunden? Der fährt jetzt durchs Ziel. Was ist mit ihm los? Oder war der noch bei McDrive? Oder was? Oder wie? Was ist denn das? Habt ihr da den Hausmeister eingesetzt zum Fahren? Oder was? Was sind das für Lappen? Alter Latz. Und yes. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Hier war es, glaube ich, ne? Ah, hier ecke ich mal an. Siehst du, da muss ich vorher ein bisschen abbremsen. Dann kommt man auch besser rum. Das war es jetzt, oder? 60 bis Ziel. Nee, keine Ahnung. Den Reifenstab haben sie weggeräumt. Sie haben daraus gelernt. Geile Nummer. Also, der war wirklich platt gemacht. Das war ja jetzt wirklich... Naja, also, aber 7 Sekunden sind es nicht, ne? Das sind weniger. Naja, egal. Es hat gereicht. Und ich sag mal, mit 1,49 haben wir wahrscheinlich auch eine relativ gute Zeit hier aufs Parkett geschmirkelt. Und, ah ja, das bin ich. Ein Podiumsplatz bei den Winter X Games. Das glaube ich jetzt nicht. Glaub's. Das glaube ich aber für dich mit. Du hast die Herausforderung angenommen und es allen gezeigt. Yeah, Winter X Games. Winter X Games zählt mehr Champion. Als 10 normale Siege. Du bist jetzt ein Superstar. Alter Latz. Yes! Wir sind's ein. Wir haben jetzt eigentlich schon alles erreicht. Und eigentlich heißt es ja, wenn man das erreicht hat, dann soll man aufhören. Aber never. Der eiskalte Held fährt direkt in die Season 4. Aber wie kann man das noch toppen? Ich meine, die Winter X Games. Kann man das noch toppen? Wir werden es herausfinden. So. Zack. 10.000 Rufpunkte. Alter Latz. Fast den Level 18 noch komplett gefüllt. Smith Optics Motorsports sagt: Ey, Van Vierde-Franz, du fährst so geil. Wir wollen dich unter Vertrag nehmen. Wir schenken dir dieses schöne Auto mit der wunderbaren Lackierung und schieben dir richtig viel Geld in den Arsch. Und ich denke mir: Geil, vielen Dank, mache ich. So. Geschafft! Willkommen zur 4. Saison. Ich habe dir bei den Winter X Games richtig Druck gemacht, aber du hast alles gemeistert wie ein Champion. Jetzt sind wir hier am Beginn deiner letzten Saison. Ja, und wir kriegen hier noch was Neues. Depot, irgendwas anderes. Was ist denn das hier? Ach so, das waren diese Stunt-Rennen ganz am Anfang. Das kann man halt noch machen, ne? Kann man machen. Muss man aber nicht. Also das hier hinten, die 4 großen Dinge, das sind die, die man eigentlich, damit man sagen kann, ich habe es durchgespielt. Und hier vorne, das ist halt auch immer noch geil, ne? Hier sind halt noch ganz, ganz viele super geile Rennen. Das ist nur Rallye. Ich muss einmal ganz kurz mal durchklickern. Das ist Rallycross. Sehr geil. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Land Rush Head-to-Head. Okay, geil. Da gehe ich vor Schreck erstmal raus. Nee, wir gehen natürlich erstmal in die Season 4. Wir wollen das Spiel erstmal durchspielen. Dann machen wir natürlich die Dinger hier vorne noch. Naja, Bock drauf. So, es geht in die finale Staffel. Krachen lassen, aber in Saison 4 beginnt der Ernst des Lebens. Wenn du in die Super Series willst, musst du alle Fähigkeiten in die Waagschale werfen, die du in den letzten 3 Saisons gezeigt hast. Jack hat völlig recht, aber wir sind bis hierhin gekommen und ich habe keinen Zweifel, dass du das Super Series Finale erreichst. Also an die Arbeit und auf in die letzte Saison. Alles klar, auf in die letzte Saison. Es geht erstmal richtig schön mit dem Rallye-Event los, danach Land Rush, Head-to-Head, Trailblazer und Alter, das ist richtig schön lang, das gefällt mir schon richtig gut. Okay, Rallye.
Wie bitte? 4 Rennen? Ihr wollt es echt wissen. Okay. Das ist doch nicht Rallye mit so einem Auto. Das ist doch nicht Rallye. Okay. Dann ist das jetzt Rallye. Ich dachte, Rallye ist immer so, laut Definition, diese normalen Rallye-Autos halt, die man halt so kennt. Das ist Land Rush oder so. Das ist doch kein Rallye-Auto. Nein. Oder? Schreibt es mal in die Comments. Kann man das auch als Rallye bezeichnen? Also als das Event Rallye, wenn ihr jetzt denkt, ich will jetzt ein Rallye-Event sehen. Würdet ihr das mit so einem Auto in Verbindung bringen? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich hier antreten und unserem neuen Sponsor glücklich machen, indem wir einfach gewinnen. So. Es sieht schon geil aus, das Ding. Ich sage ja gar nichts, aber es ist kein Rallye-Auto. Nee. Da hinten ist ein Hammer und alles. Was ist das? Warum klippt sein Fähnchen dadurch? Okay, jetzt geht's los. Die großen Finals von Dirt 3. Wir müssen uns beweisen. Van Furlefranz muss mal wieder zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Dass wir es einfach können. Und auch mal sowas muss man zeigen. Ich will mein Rallye-Auto. Das ist kein Rallye-Auto. Alter Latz. Das ist die dicke Seekuh. Aber geil, okay. Warum nicht? Das nennt man rechts, Mann. Ja doch, ich muss mich dran gewöhnen. Also mit der Karre nicht so driften, sondern eher kurz vor der Kurve nochmal anbremsen. Die ganze Schwungmasse. Außerhalb der... Nee, nach außen tragen der Kurve. Und dann kriegt man eigentlich relativ gut die Kurve noch. So. Wir setzen für alle anderen damit eine Zeit vor. Mal schauen, wie die sich schlagen. Ja, ich weiß, es sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich mit so einer Karre fahre. Das ist für mich jetzt irgendwie befremdlich. Aber das war doch ganz gut. Ich meine, mit 30 km/h um die Kurve ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt Rallye-Super-Renn-Style, aber irgendwie muss man halt rumkommen. So. Alter, fetzt aber. Gefällt mir. Richtig schön die Waldwege lang. Wunderschön. Natürlich auch wieder im Dunkeln, ne? Wäre sonst zu einfach. So, schön eng dran vorbei. Da sitzt die Familie Jansen und nimmt ihr Spätstück zu sich. Und wir fahren einfach mal an ihrer Einfahrt mit 200 Sachen vorbei. Naja, mit 50. Stimmt, ich fahre eigentlich 50. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Das ist 50. So schnell darf ich wahrscheinlich sogar hier fahren. Ja, wahrscheinlich nicht mal so schnell. Ich wäre nicht mal geblitzt worden. Hätte sein können. So. Es ist natürlich auch jetzt ein bisschen länger hier, das Event, ne? Ja, dass es sieht. Aber das war klar, ne? Dirt 2 hat sich ja gegen Ende auch nochmal richtig schön gezogen. Wie ein Kaugummi. Wie so ein dickes Huba-Buba, was du schon seit 3 Stunden kaust, wo dir der Kiefer wehtut. Aber das gehört eben zur Tradition Dirt. Gehört dazu. Man muss es eh. Es ist eben auch ein gutes Stück Arbeit hier, ne? Also es macht Spaß, aber auch die Arbeit kann ja Spaß machen. So. Oder muss. So. Also das ist das Allerschlimmste ist eigentlich, dass wir jetzt 4 Rennen mit der Karre fahren. Ah, sehr schön. Wir haben ja richtig schön viel Dreck auf der Scheibe. So, dahinter kommt dann wahrscheinlich gleich das Ziel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, guck mal da links, ne? Wie weit der nächste hinter mir ist. Also nicht so viel, aber die danach. Oh, komm! Ne, das kann ich ja zurückspulen hier. Das ist ja... Da bin ich irgendwie so ein bisschen aufgedockt, ne? Da muss ich wahrscheinlich... Mit 80 km/h ist zu schnell. So, dann machen wir eine Anfahrübung. Ich sag mal, erster wird es bestimmt nicht. Ja. So hat sich's auch angefühlt. Das hat sich nur wie ein zweiter Platz angefühlt. Was anderes war hier definitiv nicht drin. So, nächstes Rennen. Direkt weiter. Zack, zack, zack. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir wollen siegen. Wir wollen unserem neuen Sponsor zeigen, er hat eine richtige Wahl getroffen, dass er uns hier an die Hand nimmt.
Alter, die Scheibe ist ja immer noch dreckig. Ich sag immer wieder den Hanseln hinten in der Werkstatt, bevor ihr dran rumschraubt, bevor ihr Lackpflege macht, muss man das Ding wenigstens einmal kurz putzen. Du kannst nicht mit irgendeinem Lacklederlappen da drüber gehen. Das macht die Kratzer nur tiefer. Du musst erstmal die kleinen Steinchen, den Dreck, der muss erst vorher runter. Verstehen Sie mal nicht. Nein, wollen wir nicht. Okay, nein, nicht. So, wenn ich jetzt hier einen Schlatz von auf der Scheibe habe, dann ist aber, ne? Dann ist die Kündigung aber schon im Geiste bei mir unterschrieben. So, es geht los. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt in der Lage bin, in der Position hier Kündigung rauszuhauen. Ich bin wahrscheinlich das allerletzte Licht. Das ist wie in der Musikbranche. Die eigentlichen Musiker sind eigentlich die absoluten Lappen. Die verdienen am wenigsten und das sind die hart Arbeitenden. So ist es auch hier. Der eigentliche Rennfahrer, der den Ruhm und Reichtum hätte verdient, das ist bestimmt der, der gar nichts kriegt. So, jetzt wisst ihr, wie es mir geht. Ich riskiere mein Leben und kriege nichts. So, da kürzen wir mal ein bisschen ab hier. Mit einem normalen Rallye-Auto hätte ich das nicht gemacht. Aber das ist ja kein Rallye-Auto. Da kann man ruhig mal ein bisschen querbeet einfach mal reindonnern rechts. Ich möchte jetzt nochmal, also, so, jetzt fahre ich und guckt mal bitte, wie die Lenkung ist, ne? Ihr seht's ja. So, rechts. Ich meine, gut, da war schon so ein leichter Linksdrall drin, das gebe ich zu. Also, der Fehler war jetzt vielleicht auch ein bisschen bei mir. Aber ich denke 80% bei der PlayStation, klar. Oder beim Controller, weiß ich nicht genau. Könnt ihr euch aussuchen. Können wir eine Abstimmung, macht mal eine Abstimmung drunter, wer war schuld? Die PlayStation, der Controller oder ich, aber das ist ausgeschlossen, das geht ja eigentlich nicht. So, leicht links, macht zu. Wow. Das ist, Alter, leicht links, das ist niemals leicht links. Das ist volle Möhre links. Mehr links geht nicht. Leicht links. Ja, ja, leicht links, das ist leicht links. Was, genau das ist. Alter, was ist das? Das ist mittellinks. Also ganz ehrlich, wir müssen uns da definitiv nochmal ein bisschen an die Vokabeln setzen. Also du hast eine Hausaufgabe das nächste Mal. Kann ja wohl nicht sein. So, ja, mal gucken. Das ist der erste. Das habe ich jetzt schon so im Bauch. Ja, war klar. Ja, war klar. Völlig logisch. Eiskalt hier runtergedonnert. So, nächstes Rennen. Komm her. Zack, zack, zack. Das geht ab. Schönes Auto. Gefällt mir, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht gedacht. Aber doch. Da, Flugmeilen kriegen wir sogar dafür. Ach, das ist auch so geil, ne? Mein ganzer PlayStation-Account, ich sammle dann immer noch über die Jahre, die ich Let's Play, die ganzen Trophäen der alten Spiele, der neuen Spiele. Ja, wenn ihr euch jetzt eine PlayStation 5 kauft und habt noch keine Trophäen, ihr werdet nie so viele Trophäen kriegen wie ich, weil ich einfach die ganzen alten Spiele noch habe. Das ist halt einfach, ne? Besser. So. Will ja nicht angeben, aber ist halt so. Damit geht's hier ins vorletzte Rennen. Rallye. Also gewöhnt euch nicht zu sehr an das Auto, denn wenn ich die Wahl habe, dann würde ich es nicht nochmal nehmen. So, jawohl. Aber ich denke, es ist eine weise Wahl, denn bei dem Wetter, da bin ich froh, dass ich hier drinnen sitze. Let's go. Macht's mal ab. So, okay. Und es geht los. Und ich will es ja nicht immer ansprechen, aber bitte, bitte, genießt bitte einmal die Regeneffekte auf der Scheibe. Es gab damals so einen Flight Simulator, der hieß einfach nur Flight. Ich glaube Flight 1 oder Flight 2. Da hat es, also, war sicherlich nicht ansatzweise so realistisch oder so gut wie der Microsoft Flight Simulator. Aber damals war einfach krass, du konntest mit so einem Stunt-Flugzeug so schöne Silhouetten drehen und, oh Gott, ich sehe ja kaum was. Auf jeden Fall hatte der eine richtig geile Wasserphysik auf der Scheibe. Ich meine, es war ja keine richtige Physik, ne? Es war ja einfach vorberechnet, dass da so Schlieren sind. Aber das war für mich damals so Mitte, Ende 90er, war das einfach ein Hingucker. Sah einfach verdammt geil aus. Und daran erinnert mich das hier gerade. Also nur die Wassereffekte. Das andere hier ist gerade so ein bisschen sehr schlechtes Wetter.
Ansonsten fahre ich gerade auch ziemlich bescheiden. So. Ich weiß, ich roll hier gerade wie so ein Großfamilienvater mit seiner Familienkutsche durch die Alpen, aber ganz ehrlich, ich kann mit der Karre nicht driften. Deswegen versuche ich das so ein ganz bisschen professionell in die Kurve zu gehen, aber irgendwie gelingt es mir überhaupt nicht. Meistens bleibe ich stehen. Oh, das ist doch wieder diese Kackkurve wie eben schon, oder? Jetzt will ich es nochmal sehen. Ich fahre rein, zu weit natürlich. Okay, ja. Viel zu viel links. So. Er hatte natürlich auch eben Angst, ne? Ich wollte unbedingt das gelbe Schild nicht umbrettern. Aber jetzt ist mir aber egal. Ist aber egal. Es ist wie bei so einem Wildunglück. Abbremsen, volle Möhre auf die Eisen, aber ansonsten nicht lenken. Einfach umliegen. Ist so. Auch wenn du denkst, ey, ganz ehrlich, hat das Reh das verdient? Natürlich nicht. Aber so wurde es einst gelehrt. Oh, Alter, mach einen Kickdown. Nur meinen ersten Gang. Bei 30 km/h, da kann man ruhig nochmal. Und wenn das Getriebe nicht mitmacht, dann muss man einfach mal ein bisschen dran ziehen. Oder dran drücken im ersten Gang. Damit kannst du auch mal ein bisschen schnorpsen. Aber das geht. Das ist völlig normal. Oh, so lahmarschig drumherum. Das war wieder nicht gut. Fuck. Es fährt sich immer wieder komplett unterschiedlich, ne? Es ist so krass. Boah, wo sind wir hier eigentlich gerade? Grönland? Warte mal. So tief ging es da runter? Das kann gar nicht sein. Boah, du kommst mit der Karre nicht anders rum, ne? Du kommst nicht rum. Also wenn ich nur normal abbremse, dann kriege ich die Kurve nicht. Wenn ich die Handbremse benutze, dann bleibt die Karre immer stehen. Dann kannst du immer wieder einen Anfahrversuch machen. Ich hab das genauestens diagnostiziert, was ich hier mache. Und das fahre ich um. Yeah, baby. Die eigentliche Frage ist, stehe ich jetzt wieder richtig oder bin ich Schrott? Egal. Das ist das Ding. Es ist völlig egal. So, damit geht's jetzt in das letzte Rennen. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier 4 Rennen sind. Dachte mir, ja komm hier, die 2 Rallye-Dinger, die machen wir noch. Aber dass es 4 sind, ist ja beinahe ein neuer Part. Nee, das hängen wir natürlich noch dran. Und als nächstes kommt dann natürlich wieder X-Rally oder Rallycross, so heißt es ja. Unter professionellen Kreisen, da heißt es auch X-Rally. Das wisst ihr noch nicht. Ja, da freue ich mich wieder drauf. Vorausgesetzt, ich darf mit einem anderen Auto fahren als mit dieser Boje. Es sieht aber auch wirklich aus wie eine Boje. Es ist so. Ich meine, es gibt ja auch schöne Bojen, aber es ist eine Boje. Okay, das finale Rennen. Es geht los. Das ist ein schönes Auto hier. Das sieht doch gut aus. Und das ist so rund gelutscht, oder? Gibt es nicht solche Hybridautos, die auch schwimmen können? Ich finde das immer schon geil, wenn meine Säule links die Ampel komplett verdeckt. So, Schotter macht zu. Es geht los. Jetzt geht's in den Dreck. Wir müssen jetzt noch einmal beweisen, dass wir es volle Möhre drauf haben. Und wir fahren jetzt einfach mal die beste Zeit raus, oder? Würde ich mal sagen. Was sagt ihr? Finde ich gut. Jawohl, guckt euch das an. Seht ihr, jetzt so schön gedriftet und trotzdem so langsam rausgekommen aus der Kurve. Aber jetzt, bei schönem Wetter, da ist auch einfach die Stimmung ganz anders. Wenn das ganze Licht hier das Auto durchflutet, da kommt gute Stimmung auf. Wenn ich da noch so einen kleinen Duftbaum drin habe, Winterfrische oder Sommersonne, so heißen die doch meistens, dann fährt es sich einfach viel angenehmer. Die Klimaanlage auf angenehme 20 Grad gestellt, die Sitzheizung volle Möhre aufgedreht, sodass die Hämorrhoiden nochmal zum Blühen gebracht werden. So muss das sein. Ja, so ist Rallye heutzutage. Es ist nicht so anstrengend wie früher. Hartschalensitze, was wehtut. Nein.
Jetzt kriegst du noch ein kleines Pupsitzkissen. Dann hat's. So, Alter, ich bin gar nicht so übel, ne? Ich hol gut auf hier. So, Leute. Jetzt ist natürlich die Frage, schaffe ich es noch an dem vorbei? Aber ich glaube, der zweite da, der kommt auch nicht an dem vorne vorbei. Aber ich will es probieren. Ehrlich zu sein, will ich es probieren. Und es gelingt. Es gelingt einfach. Und der da hinten ist er vorgefahren. Boing. Wie geil, Alter. Wie geil. Ich habe ihn einfach nochmal komplett abgedrängt. Der Arme. Na gut. Das sah richtig überzeugend aus. Ja, das stimmt, ja, aber die Frage ist, warum... Wenn ein erstklassiger Fahrer am Steuer sitzt. Ja, aber die Frage... Ich war doch dreimal Erster, dann aber Zweiter und insgesamt bin ich trotzdem Zweiter. Laut Adam Riese geht das nicht auf. Da ist irgendwas im Busch. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Irgendwie wurden wir beschissen. Aber wie dem auch sei. Ein zweiter Platz ist völlig ausreichend. Wir haben damit das erste Rallye-Event abgeschlossen der letzten finalen Staffel, der Staffel 4 von Dirt 3. Und das ist geil. Was haben wir heute alles geschafft? Wir zählen mal durch. Wir haben den ersten Platz der Season 3 der Winter X Games platziert. Wir sind der absolute Winter X Games King. Und wir haben damit die große Staffel 4 eingeleitet und haben dort jetzt schon das erste Rallye-Turnier gewonnen. Das ist echt krass. Das gibt viele Punkte und als nächstes habe ich eigentlich gesagt, was habe ich gesagt? Rally, Dingsbums, ist es aber nicht. Es ist Land Rush. Darauf freue ich mich vor allem, weil da nämlich Snowmass steht und Schnee ist ja das große Steckenpferd hier von dem Spiel. Von daher schaltet einfach das nächste Mal wieder ein bei Dirt 3. Vielen Dank fürs Dabeisein. Abonnieren nicht vergessen, Like nicht vergessen, Kommentieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Euer Van Förde Franz. Ciao.